Kapitel 3 Washi Hai Hai, so wird sei. Seit Bruder Anhau sich als kleiner Junge seinen Kopf am Kessel mit Zaubertrank gestoßen hatte, hielt er sich für ein Medium und versuchte mit den Ahnen Kontakt aufzunehmen, doch bisher ohne nennenswerten Erfolg. Für die Suche nach einem Thronfolger zog er sich deshalb in sein Ferienhaus zurück, in der Hoffnung, von den Kaisern der Vergangenheit einen Hinweis zu erhalten. Zunächst versuchte Bruder Anhau, aus den Resten seines Frühstücks zu lesen, doch er wurde daraus ebenso wenig schlau wie aus der Bedienungsanleitung seiner Kaffeemaschine. Deshalb versuchte er nachzuhelfen. Schließlich gab er es ganz auf, weil er bemerkt hatte, dass es sich um einen kolumbianischen Kaffeesatz handelte und ihm das Spanisch vorkam. Weil ihm eine schnellere Verbindung versprochen worden war, hatte der Mönch einen Vertrag beim Anbieter Deutsche Glaskugel abgeschlossen. Die Handhabung der gelieferten Kristallkugel war denkbar einfach. In Sekundenschnelle hatte er Zugang zu allen Ahnen. Doch er kam gar nicht dazu, eine Frage zu stellen. Offenbar war er nicht der Einzige, der auf diese Weise mit den Alten sprach. Die Flut an Fragen und Antworten, an Informationen und Ratschlägen bereiteten dem Mönch Kopfschmerzen. So konnte er unmöglich einen Kaiser finden. Er war einfach zu alt für diesen neumodischen Schnickschnack. Deshalb wendete der Mönch sich als nächstes der altbewährten Technik des Kartenlegens zu. Er hatte sich selbst beigebracht, indem er die großen Meister bei der Arbeit beobachtet hatte. Wo er sich nicht mehr genau erinnern konnte, improvisierte er einfach. Doch leider hatte er auch vergessen, was die einzelnen Karten bedeuten. In seiner Verzweiflung begann er irgendwann, Sand auf eine schwarze Scheibe zu streuen und mit den Händen darin herumzuwischen, darauf vertrauend, die Götter würden seine Finger lenken. Doch, oh Wunder, das erhoffte Zeichen blieb auch hier aus. Als letztes wollte er es mit einem alten Zauberpulver versuchen, welches er sonst verwendete, um in die Winkelgasse zu gelangen. Er genoss es, dem Farbenspiel der Flammen zuzusehen, aber er glaubte schon nicht mehr daran, dass die Götter noch zu ihm sprechen würden. Nachdem er einige Zeit die Dämpfe, die beim Verbrennen des Pulvers entstanden, eingeatmet hatte, war es ihm plötzlich, als würde er in den Flammen etwas erkennen. Tatsächlich, er war sicher, dies waren die Umrisse,
des vergangenen Kaisers Ma Ya-Ki. Doch was hatten sie zu bedeuten? Anhau wollte darüber nachdenken. Aus seinen Gedanken gerissen, glaubte Anhau, die Anwesenheit einer fremden Aura zu spüren. War das der Geist von Ma Ya-Ki? Wahrhaftig, wie es aussah, hatte der große Kaiser ihn besucht und ein Zeichen hinterlassen. Der Mönch rätselte zunächst, was es bedeuten könnte und warum ausgerechnet die sinnloseste seiner Methoden zum Erfolg geführt hatte. Doch dann beschloss er einfach, sich zu freuen und den Göttern zu danken.